Setze den Boiler unter Druck. Die Frage ist, ob ich das will. Aber wir kriegen ein neues MG auf jeden Fall. Das hilft ja nichts. Was ist da vor? Ist das eine Fackel? Das könnte eine Fackel sein. Ich will nichts. Das letzte, was ich jetzt wollte. Long before they suss that you've escaped from the bastards. They've activated zombie mode to slow you down. You're gonna have to fight the buggers off. A first time shot to the head usually does it. You got a crowbar. Zombies? Mit Zombies komme ich klar. Mit Zombies komme ich klar, aber ich will eine Crowbar. Wo ist eine Crowbar? Komme ich nicht durch? Ich will eine Crowbar haben. Wenn schon von einer Crowbar die Rede ist, dann will ich auch eine Crowbar haben. I think you must be a gamer, if you've made it this far. Not as much as I'd like these days, but I was pretty tasty in my time. As a girl, I had to be twice as good to get half the respect. I hear you. What's your game tag? Athena. You? They call me Bedlam. Bedlam, also. Und ich will die ganze Zeit mit F die blöde Taschenlampe anmachen. Nicht von hinten spawnen, das ist uncool. Okay, solange es. Did the Asperados make contact with you yet? I think so. Someone was helping me on Starfire. They told me to meet at a safe house in Calastria. Calastria? Of course. The safe house. We can rendezvous there. Might have to take the long way around though. The glitch for the direct route is closed. But I can get there. Sure. Long as you brought some hair gel and a Frankie Say t-shirt. And as long as I can get this damn glitch open. Ich weiß nicht, ob ich links oder rechts gehen soll, aber hier ist Munition. Where are the guys, Asperados? There are a lot of folk here just like us. Alter, sind das viele! One day they're living ordinary lives, the next they're in space, they're on a Napoleonic warship, they're in Middle Earth. There are secret paths between the game worlds and the Diasporatans are fighting to keep them open. Nobody wants stuck in one game forever, especially if the way home might lie in a game world we haven't found yet. What about this corruption? The corruption's a bogeyman integrity dreamt up to scare everyone into obedience. They want to close the glitches and prevent travel between worlds. Why? No idea. I just put it down at one of the gaming fundamentals. There's always wankers on every server. Boah, Alter. Alter, meine Fresse ohne Witz. Aua, was puncht mich denn noch? Der war tot. Mann. Okay, da sieht es nicht so geil aus, wenn ich links rumgehe, weil da ist es einfach nur komplett dunkel. Ich geb dir gleich Brains, aber sicher nicht meins. Oh, wie viele das sind! Man muss ja leider in den Kopfschuss landen, dass die sterben.
was ich... Okay. Und Stachel tut es anscheinend auch sehr, sehr gut. Munition in einer Todesfalle. Meine Fresse, ich habe doch keine Ahnung, wo es lang geht. Diese dunklen Gänge machen es auch nicht gerade besser. Ah, ich weiß, wo wir sind. Haha! Hier sind wir gestartet. Glaube ich. Oder auch nicht. Okay, keine Muni mehr in dieser Waffe. Ah, meine Fresse, da und so. Ich höre noch welche, aber ich sehe sie nicht. Auch stockdunkel. Ich will nicht dahin, wo es stockdunkel ist. Das muss nicht unbedingt gut sein. Wo sind die denn jetzt? Ah. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir doch da. Nicht ducken. Auf dich zu ducken. Da hoch jetzt! Mädchen? Hallo? Ich stack an der Leiche fest. Okay. Vielleicht sollen wir auch hier reingehen. Hier ist zumindest Munition. Da war gerade noch Licht. Das gefällt mir nicht. Mal in den dunklen Gang und bin auf jeden Jumpscare gefasst. Okay, es sieht richtig aus. Wir haben hier die Symbole von Bedlams. Hey, I'm not just keying in a cheat code here. Hang in there and think of the XP. Ich hab das dumpfe Gefühl. Shit. Dass hier von unten sehr viel entgegenkommt und wir so schnell wie möglich nach oben flüchten sollten. Oder einfach überall Zombies sind. Und wir einfach hier überleben müssen. Okay. So, kurz geschaut, von wo kommen sie? Alle von da drüben. Alter, du halt deinen Kopf her, meine Fresse! Komm von überall, das ist nicht so gut. Ich meine, zur Not prügel ich mich im Nahkampf durch. Meine Fresse! Also, viel besser den Kopf treffen ist fast nicht möglich, meines Erachtens. Ich habe auch nur noch Schiffe. Die hilft meistens auch. Wenn ich nicht andauernd nachladen muss. Dieses komische Fass kann auch mal hochgehen. Genau so. Bleib am Leben. Ja, ja, ja. Das ist leider Gottes leichter gesagt als getan, weil ich die Leichen stacken die ganze Zeit. Oh Gott, die spawnen ja auch überall. Wie lange soll das denn noch gehen? Ich hätte irgendwie gerne etwas Licht. Ein bisschen mehr Licht wäre geil. Oh oh, langsam wird's eng. Ich
noch mal leben. Da muss ich auf jeden Fall hin jetzt. Das war aber alles an Leben, was es hier jetzt gerade gibt. Hey, nicht stacken! Mann, blöde Leichen. Okay. Geschickt ausweichen. Okay, der Glitch ist offen. Oh. Oh. Okay, this is where I have to sign off. It's getting interesting where I am in, not in a fun way. Thanks for all your help. There's anything I can do? Ach, it's nothing. Well, there is one thing. Don't mention my name. Not even to the Diasporados. The Integrity have spies everywhere. See you at the safe house and be warned. Things are about to get weird. About to? Okay, sorry, dass ich jetzt den Dialog abgekürzt habe, aber ich wollte da raus, nicht, dass ich noch mal verrecke. Der Glitch war so schön vor uns. Was haben wir denn hier? Moment. Creme de la Mente. Kaffee. Und Butchery. Oh Mann. Das wird auch immer gefährlicher hier in dieser Zwischenwelt. Ich bin gesprungen. Letzte Spielstand laden. This is where I have to sign off. It's getting interesting where I am in. Not in a fun way. Thanks for all your help. Was anything I can do? Ach, it's nothing. Well, there is one thing. Don't mention my name. Not even to the Diasporados. The Integrity have spies everywhere. See you at the safe house and be warned. Things are about to get weird. About to? Okay, wir haben es geschafft hier rüber. Ach, das sind die Sprungplattformen. Und hier ist ein Radio. Hey! Also neben dem Radio sind hier natürlich auch noch andere Objekte von Death or Glory, mit dem wir gerade entflohen sind. Mitunter. Das war übrigens ein schönes Seitenhieb an Call of Duty Zombies. Übrigens muss ich im Nachhinein festhalten. Wir waren ja immer noch in demselben Spiel, soweit ich das jetzt beurteilen konnte. Chili Chomper! The hottest game on the table. Eventuell kommen wir da auch noch rein. Genauso wie in Guano Attack! Das ist irgendwie ein Plants vs. Zombies Abklatsch, oder? Und das könnte... Das sieht mir fast wie Pac-Man im Hintergrund aus. Na, vielleicht werden wir diese zwei Spielchen auch noch besuchen. Wer weiß das schon so genau. So, wir haben keine Mail oder irgendwas. Keine Briefchen, Bilder, die wir irgendwo öffnen können. Ich habe keins gesehen. Das heißt, wir gehen einfach jetzt zum Glitch. Hier kann ich schon drauf laufen, richtig? Ja. Oh! Chili Chomper, das ging ja irgendwie doch schneller als erwartet gerade. Okay. Waka waka, ai ai ai! Waka 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 waka. Ich habe das Gefühl, dass uns gleich, okay, wir spielen Pac-Man. Ah, sieh an. Ich glaube, wir müssen hier einfach wirklich alles wegsnacken. Aber die Chilis lasse ich mal über. Oh Gott. Ah! Okay, wir sind gerade einmal gestorben. Gut. Ist gar nicht so einfach zu manövrieren hier, wenn man diesen noch sieht. Aber das ist definitiv die einfachere Ansicht des Levels. So. Jetzt haben wir nämlich kurz unsere Ruhe. Ja. Yeah. Können wir eigentlich auch. Kann ich dich.
Oh Gott! Das war die falsche Richtung. Oh Gott!